Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Random Shit. Heute das Spiel komplett zufällig ausgewählt, wenn es denn Von Super startet. Nintendo. Ach, wir warten. Vielleicht gibt Oh, es ist da auch so ein von Intro. Ubisoft. Wow. Ah, Und du meinst dieser. wohl Yubi und Soft. Ja. Muss mal den Ton, glaube ich, ein bisschen niedriger stellen. Wobei, könnte gehen. Ja, es ist Formel 1 Position F1 2. Pole Position 2. Pole Position 2. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, mal bei einem Kumpel gespielt vor 25 Jahren. Also bin ich natürlich bestens vorbereitet. Wir Wie waren die heißen wir beste denn? Performance. Wie Rüdiger. heißen ein Rüdiger? Es gibt aber kein Ü. Dann UE halt, ne? Ah, das ist doof. Nennen wir Oder uns. einfach Rudi. Ja, Rudi. Rudi ist gut. Rudi ist gut. Da gibt es nicht so eklige Äs und Üs. Wir sind Rudi, der Rennfahrer. Oh, Rudi, guck geil. mal. Das ist ja sogar lizenziert. Nehmen wir Kennst du Schumi? den Dann werde ich depressiv. Schumi, Alter? Krass. Gerd Berger. Ugyu Katayama, geil. Ist ja geil. Alan Prost, Damon Hill. Ich finde die Porträts tatsächlich schick gemacht, ehrlich Los, hier, wir gesagt. nehmen Schumi. Gerade Schumi. Im Benetton damals wahrscheinlich noch. Oh Gott, ich werde so reinscheißen. Ja, mach einfach Rage? Meinen ruhig. die mit Rage Das Race? ist ein Achso, das Rage. sieht aus wie Rage, wir rasten aus. Ja, jetzt ist. Ich weiß nicht, wie die Steuerung geht. Also könnte das jetzt ein ziemliches Desaster werden. Wir lernen einfach. Ja, Autoset. Hallo? Exit. Nein. Wie kann ich denn hier? Ich will, hab doch Autoset gemacht. Autoset, denk, okay. Ja, dann kannst du, glaube ich, Exit machen, glaube ich. Exit ist für mich eigentlich immer zurück. Ja, eben, aber wer Verwirrend. weiß. Hätten wir jetzt die Originalgebrauchsanweisung zerlost. Ja, ich wünschte, ich hätte sie. Oh. Alan Prost auf der Pole Position hinter Damon Hill. Andretti, Mika Häkkinen auf 4, Jean Alesi, Gerhard Berger. Ja, ich kenne die meisten. Nicht alle, aber. Mein Gott, du bist ja Ja, ich ein habe. Nerd. Ich mag Formel 1. Also. Aktuell gucke ich nicht jedes Rennen, weil es halt auf Sky kommt und sowieso immer Verstappen jedes Rennen gewinnt. Aber früher habe ich immer gerne Formel 1 geguckt, auch die Quali. Und Michael Schumacher hier in Benetton, es ist unfassbar. Oh, Gibt es hier erste Schaden? Oh Kurve. ja, es gibt Schaden. Oh, oh ja, es gibt Oh Schaden. Gott! Ich habe sogar meinen eigenen Teamkollegen gerammt. Das Worst-Case-Szenario. Ich weiß nicht, wie man bremst. Das sollte ich vielleicht mal rausfinden. Achso, da. Man kann nicht bremsen. What the fuck? Oha, krass, da gibt es ja währenddessen so Einbindungen, Position und sowas. Sehr lustig. Aber wir sind ja Rudi, der Rennfahrer. Das sind jetzt nicht der Ja gut, wir Michael. spielen Michael Schumacher, aber sind Rudi, ja. Wir sind der Rudi halt, das Profil Rudi. Ich finde es interessant, dass man scheinbar nicht bremsen kann und nur vom Gas gehen kann. Ah doch, man kann bremsen. Ich habe die Taste gefunden. Okay. Okay. Jetzt können wir hart reinscheißen. Ja, Mann. Ja, das ist so ein Also, Spiel, hätte ich ja. damals ein SNES gehabt als Jugendlicher, hatte ich ja damals nicht. Ich Aber glaube, ich hätte das ziemlich geil gefunden. ich auch. Auch wenn es ziemlich Erstmal scheiße ist. vorweg, es gibt eine Minikarte. Das ist schon mal me mega Ja, das ist praktisch, schon mal weil ein Pluspunkt bei Barry. ich hätte das mal keine Ahnung, wo ich hinfahren Ich auch nicht. müsste. Ich tue mich auch gerade schwer, hier ohne Kopfschmerzen zu kriegen, rumzufahren. Ah, ich hole so ein bisschen auf, ne? Ja, das sind schon die ersten zwei. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele. Wahrscheinlich nicht im höchsten. Im Genau. Rage-Schwierigkeitsgrad. Gewinnen werde Ja, ich hier wahrscheinlich nicht. aber ich glaube, ich wäre damals auch abgefahren. Ich habe vom N64 habe ich mal ein Formel 1 Spiel gespielt, eine gute Zeit lang. Das hat mir echt gut gefallen. Also Ja. allgemein die ganzen Rennsports damals, die waren Da ganz muss ich cool. dich jetzt leider enttäuschen, Zellos. Weil es gab die deutlich. Also ich. Deutlich besseren PlayStation 1-Spiele zu der damaligen Zeit von Ja, der das Formel glaube 1. ich sofort. Das glaube ich sofort. Ah, gut, wir machen keine PS1. Oh, ich habe wen überholt, ich bin nicht mehr letzter. Und jetzt habe ich wieder irgendwie gerammt. Oh nein, jetzt bist du reverse. Nein. Bin ich jetzt Okay, gut. letzter? Keine Nein, Ahnung. du bist vorletzter, weil der Geil. andere hängt. Guck mal, du hast sogar einen Spiegel oben rechts. Alter, der Spiegel rechts, Spiegel links an der Effekt. Voll krass. Aber wenn man dieses Spiel jetzt beispielsweise mit Mario Kart und mit F-Zero vergleicht, ne? Ich meine, Mario Kart, sag ich jetzt mal, okay. Deutlich besser, F-Zero auch, aber es ist wahrscheinlich damals schon so ein besseres SNES-Rennspiel Ja. gewesen. Ich hätte auch gesagt an der Stelle, das reiht sich eigentlich ganz gut rein, ja.
Und wenn du halt eher so einen Fun-Racer haben wolltest, hast du Mario Kart gespielt. Und wenn du was Futuristisches haben wolltest, hast du F-Zero gezockt. Und wenn du Formel 1 spielen wolltest, hast du Formel 1 gespielt. Genau. Eben. Ich hätte mir das damals, hätte ich ein SNES als Kind gehabt, hätte ich mir dieses Spiel hier 100%ig gekauft. Wenn ich denn durfte oder das Geld hätte, das ist ja dann auch immer so. Der rückt dir aber ganz schön auf die Pelle hier. Muss aufpassen hier. Ja. Ich bin halt kein Profi. Wie ist das Spiel? Du bist aber Rudi, hallo? Rudi. Bin ich jetzt die Frage. Für meine eigene Verständnis. Bin ich Rudi oder bin ich jetzt Michael Schumacher? Nee, du bist Michael Schumacher und du spielst halt im Profil Rudi sozusagen. Ah, okay. Wenn du jetzt ein Profil erstellst, glaube ich. Siehst du irgendwo, ich kann jetzt nicht gucken, weil ich mich hier gerade todes konzentrieren muss. Ja, siehst du irgendwo eine Anzeige, wie viele Runden ich noch fahren muss? Ob es Sinn macht, das Rennen hier alle. Lass mich mal gucken. 70 Runden. Nee, das sind 10 Runden, glaube ich. 10? Ja, du bist bei Gottes Runde 3 Willen. 10. Wie viele Minuten sind wir gerade? Müsste unten rechts stehen. Ich gucke. 5 Minuten. Ja, wollen wir das eine Rennen hier durchziehen? Das ziehen wir noch durch, komm. Ich möchte wenigstens, dass du besser wirst als 9. Platz. Ich glaube, du bist, glaube ich, 9. Irgendwas. Kann gar nicht sein. Formel 1 sind eigentlich früher. Na gut, vielleicht haben sie nur 10. Ah, nee, du bist Position 11. Glaube ich, unten links, was man da sieht, glaube ich. Ich kann da nicht hingucken. Ich kann auch so schon dieses Spiel nicht spielen. Alles gut. Ich mache natürlich das, was man nicht machen sollte. Ich fahre nicht im Windschatten, aber. Naja, aber es macht irgendwie tatsächlich. Also, das klingt jetzt vielleicht komisch, weil das halt ein uraltes Spiel ist und ich es noch nie gespielt habe. Aber es macht tatsächlich irgendwie Bock. Ja. Hat eigentlich einen ganz. Wenn man nicht gerade irgendwen rammt. Ich habe ihn gerammt und einfach überholt. Du hast deinen Teamkollegen einfach ausgenockt, glaube ich. Ja. Hat Michael Schumacher früher gerne mal gemacht, Leute ausgenommen. Tatsächlich. Aber das ist ein anderes Thema. Das Spiel kam 93 raus. Ja, ist gut. Krass. Damals schon mit lizenzierten Formel 1-Fahrern. Ja. Das hat mich auch vorhin gewundert jetzt an der Stelle, dass da jetzt hier. Okay, und ein Jahr davor kam Mario Kart. Krass. Krass. Also ja gut, das ist der zweite Teil hier, ne? Also wir spielen den zweiten Teil. Sie. Und der kam. Da muss der erste Teil ja im gleichen Jahr wie Mario Kart rausgekommen sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, warte. 92 und Mario Kart auch 92, ja, gleiches Jahr. Vor allen Dingen, das Geile ist, das hörst du ja nicht, weil du keinen Ingame-Ton hast. Die Boxencrew redet mit mir, aber die sagt einfach nur irgendwas, damit sie irgendwas sagt. So, man versteht überhaupt nichts. Ach so, okay. Michael Schumacher hier überholt. Echt krass, der erste Teil, der kam im. Also, Mario Kart kam im August raus, 92. Und der erste Teil von dem Spiel hier ist im November 92 rausgekommen. Okay. Also nicht mal knapp 3 Monate. Also es ist also jetzt mal ohne Witz für die damalige Zeit betrachtet echt ein richtig gutes Spiel, so was ich ja. So zumindest beobachten kann. Ich komme scheinbar auch immer weiter nach vorne, also der Schwierigkeitsgrad scheint auch sehr überschaubar zu sein, weil ich fahre jetzt hier nicht. Vielleicht komme ich ja noch aufs Podium, das wäre natürlich geil. Aber ich kann nichts versprechen. Die Zuschauer werden es lustig finden, aber du bist ganz schön sass im Moment. Unten rechts zeigt dir gibt's irgendeine Anzeige, wo es heißt sass. Ja, ich bin Schumacher. Ich bin immer verdächtig. Jetzt wurde ich wieder überholt. Oh nein. Ja, genau, 10 Runden gibt es an der Stelle. Ach Gott. Weil unten rechts hast du jetzt von 5 von 10 hast du auf 6 von 10 jetzt auf der Stelle, an der Stelle. Welchen Platz bin ich, wenn du jetzt hier schon meine Box spielst? Oh, gute Frage. Ich bin durch einen gerade durchgefahren, aber hab ihn nicht gerammt. Wenn ich es nicht falsch verstehe, dann bist du Position 8. Aber könnte nicht. 8? 8. After 8. Moment, gibt es nicht. Oh, jetzt wird es schrecklich gerade hier von der Steuerung. Oh, wir sind bei 8. Aber ich finde es ja echt faszinierend. Du hast ja echt so einen Seitenspiegel und sowas und siehst dann, wenn Leute hinten anfahren an der Stelle und so. Ja, aber wir fahren das Rennen doch nicht zu Ende. Okay. Das ist mir dann zu lang. Aber ja, es macht einen ganz guten Eindruck. Ich bleibe hier mal stehen. Die Karriere von Rudi hat stark angefangen und stark nachgelassen. Ja, er verabschiedet sich hier im Kiesbett und wir verabschieden uns auch von euch. Bis denn, macht's gut. Ciao. Bis dann, ciao.